Im Bildungshaus St. Hippolyt in St. Pölten sind derzeit künstlerische Werke zu sehen, die zwischen Australien, den USA, Europa und Afrika gesammelt worden sind und der Charakteristik von Mutter Erde Anerkennung zollen. Die Aufnahmen stammen von Lachlan Locks Blair. Ein Künstler aus Emmersdorf, der seit langer Zeit in Österreich ist, aber aus Australien stammt, zeigt bei uns Fotos in sehr aufwendigen, sehr speziellen Techniken, in verschiedenster Weise. Darunter auch außergewöhnliche Fotogramme, aber auch vertikale Faltbilder von besonderen Orten, die sich mit Natur und Landschaft beschäftigen. Der mehrfach ausgezeichnete Künstler wirft aber auch einen kritischen Blick auf unseren Umgang mit der Natur und thematisiert Waldbrände und Starkregenereignisse. Er hat die Ausstellung unter dem Titel Human Natur gestellt, eine ganz bewusste Wortneuschöpfung. Human Natur verbindet sozusagen das Menschliche und die Natur, auch die Beziehung zwischen beiden. Und auch der Titel ist schon ein Sprachspiel, das englische Human verbunden mit dem deutschen Natur. Und der Künstler spielt auch gerne mit Licht und Schatten, etwa in seiner Serie von Fotogrammen. Jedes Werk ist ein Unikat, es existiert kein Filmnegativ und keine Datei. Das Bildungshaus St. Hippolyt gibt regelmäßig Einblicke in zeitgenössische Kunst. Es ist bei uns vielleicht die Kunst besonders gut aufgehoben, weil man nicht extra herkommt, um Kunst sich zuzuführen oder anzuschauen, sondern auch bei Kursen, Seminaren, Vorträgen da im Haus ist und über die Kunst stolpert und damit konfrontiert wird. Und sehenswert ist auch diese Ansicht von Dörnstein, die aus vielen Einzelbildern besteht. Die Ausstellung Human Natur geht am 23. September im Bildungshaus St. Hippolyt zu Ende. Danach wird eine Folgeausstellung des Künstlers in der evangelischen Kirche gezeigt.